Oh, das wär's beim Wetter. Guten Abend, liebe Zuschauer. Aber es kommt Abwechslung ins Spiel, auch nicht verkehrt, angefangen bei den Temperaturen. Zunächst bleibt es sommerlich, dabei wird die Luft dann aber eben auch feuchter, womit die Gewittergefahr steigt. Im Laufe der Woche sorgen Tiefs dann für teils kräftige Regenfälle und einen Temperaturrückgang. Die Temperaturen vom Tage, die lagen heute so zwischen 22 und 27 Grad. In der Nacht geht es dann runter auf angenehme 13, 14 Grad. Recht angenehm, also dazu locker bewölkt oder auch sternenklar. Morgen in die neue Woche starten wir dann wieder recht freundlich. Vom blauen Himmel scheint die Sonne. Und daneben tummeln sich zum Nachmittag Quellwolken. Bis auf wenige Spritzerregen bleibt es bei uns unverändert trocken. Und dazu sommerlich mit 26 Grad. Und ab Dienstag werden die Wolken dann bei uns dichter. Unter Einfluss eines Tiefs machen sich zwischen Harz und Burgenlandkreis dann auch schon so die ersten Schauer und Gewitter bemerkbar. In Richtung Altmark, da schaut es weiterhin mau aus, zumindest was den Regen angeht. Und der Mittwoch, auch der ist durchwachsen bei 27 Grad. Und das gerne, Stefanie. Wie du schon sagst, die Zeichen stehen auf Herbst. Nicht nur, weil es geregnet hat und regnen wird, sondern die Temperaturen bald richtig in den Keller gehen. Der Trend für Magdeburg zeigt es ganz gut. Bis zum Sonntag wird es ausgesprochen kühl werden und dazu wie sonst im April recht launisch, sprich ordentlich wechselhaft. Und wechselhaft ist es teilweise auch noch in der Nacht. Da sind immer noch viele Wolken unterwegs. In den südlichen Landesteilen, da ist es auch noch etwas nass. Dazu aber recht mild für eine Nacht mit 11 bis 12 Grad. Morgen sind dann aber erstmal nur wenige Schauer unterwegs, viele Wolken und immerhin etwas Sonnenschein ist mit dabei. Dazu 19 Grad und später frischt dann auch noch der Wind auf. Vor allem auf dem Brocken wird es stürmisch. Und der Trend, wie schon gesagt, deutlich wechselhafter geht es bei uns weiter mit Übergang zu wechselnder Bewölkung. Zwischendurch immer mal Sonnenschein, am Wochenende Wetter wie im April, auch mit Regenfällen und es wird zeitweise sehr windig und eben wie gesagt kühler. Ja, da freut die sich richtig. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Hochdruckeinfluss, den hatten wir noch heute mit harmlosen Wolken und bis zu 24 Grad nimmt aber die Tage ab. Und dann befinden wir uns zunehmend zwischen der Sommerluft und eben auch schon der kühleren Herbstluft, die da kommt. Über der Mitte und dem Süden Deutschlands baut sich dann nämlich eine Luftmassengrenze auf. Und wir erwarten nicht nur, dass es nass wird, sondern auch windig und kühl. So richtiges Herbstwetter. Untermauern wird das auch noch das Diagramm. Es zeigt, wie sehr die Temperaturen jetzt die Tage runtergehen. Bis zum Ende der Woche haben wir dann richtiges Pulliwetter von gerade mal knapp über 10 Grad. Schauen wir uns die Nacht an und hier hätten wir dann auch schon mal solche Temperaturen. Dazu zunächst aufgelockert und trocken und im Verlauf dann von Niedersachsen her immer dichter werdende Wolken. Gegen morgen früh vielleicht auch mal so ein Schauer über dem Harz möglich. Morgen dann am Vormittag hier und da durchziehender Regen. Ansonsten aber vor allem zum Nachmittag schon wieder meist trocken. Dann lockert es auch wieder viel mehr auf. Ganz so unfreundlich schaut es also morgen nicht aus. Dazu letztmalig warm mit bis zu 24 Grad in Spitze. Und dann kommt immer Mittwoch die Luftmassengrenze und sorgt bei uns im Süden, im Burgenlandkreis, für diesen länger anhaltenden Regen. Der Norden in der Altmark, dagegen, da ist es trocken und zeitweise recht freundlich. Ab Donnerstag dann aber doch jeden Tag herbstlicher. Ja, tatsächlich war das heute mal ein kurzer Ausflug in Richtung Altweibersommer. Aber im Grunde ist das schon wieder so gut wie rum. Guten Abend. Ab morgen gibt es nämlich einen Wetterwechsel vom Atlantik her. Da wird es sehr, sehr ungemütlich. Schuld daran ist ein Frontensystem. Durch Tiefdruckeinfluss dreht nämlich einmal der Wind ordentlich auf und zum anderen ziehen Schauer und Gewitter bei uns durch. Und nur die Temperaturen, die gehen dabei mal nicht mit in den Keller, bleiben eher fast konstant. Konstant bei über 15 Grad und nächste Woche, da kann es sogar noch mal kurz recht warm werden. Schauen wir in die kommende Nacht und hier wird es deutlich milder sein als zuletzt. Viele Wolken ziehen auf, die kommen bei uns von Westen herein und bringen dann zum Morgen erst Regentropfen. Dazu wird es im Harz durch den Windböig auf dem Brocken ungemütlich durch schwere Sturmböen und die gibt es dann auch morgen wieder auf dem Brocken, vor allem dann immer, wenn Schauer auftreten und das wird besonders zum Nachmittag der Fall sein, beziehungsweise gibt es auch mal recht stürmische Böen, teilweise in tieferen Lagen. Dazu bleibt es fast den ganzen Tag bewölkt bei bis zu 15 Grad maximal und auch am Sonntag, da ist es noch windig und nass. Am Montag, da werden die Schauer schon seltener und am Dienstag sehen wir hier nicht, aber
da wird es schon wieder überwiegend trocken sein und 16 Grad geben. Ja, nix. Genauso wie du nix mit Hochstefan zu tun hast. Hier, schau mal, wir beide heute mal auf der Großwetterlangkarte. Aber das Tief Stefanie, das hat zumindest die Bedeutung, dass es regnen wird. Es macht sich gerade auch immer mehr über unseren Köpfen breit. Es bringt wolkenreiches und auch nasses Wetter. Außerdem wird es auch wieder ganz schön kühl. Vor allem merken wir das dann morgen wieder. Jetzt in den nächsten Stunden, da zieht es sich durch dieses Tief von Westen her immer mehr mit Regenwolken bei uns zu. Es wird nicht durchregnen, aber immer mal wieder. Am längsten trocken bleibt es dann hier in Richtung Anhalt, dabei im Lande so 10, 11 Grad. Und morgen sind die Wolken immer noch dicht, nur selten gibt es da Sonnenschein. Und dazwischen schauert es immer mal wieder, zum Abend dürfte es dann so langsam abklingen. Und hier sehen wir dann auch ganz schön, wie stark es sich abgekühlt hat, beziehungsweise gar nicht wirklich erwärmt gegenüber der Nacht zuvor. Und auch für Mittwoch und Donnerstag, da schaut es fast ähnlich aus, wobei es am Mittwoch noch sehr wechselhaft bleibt, dann die Nacht sehr kühl wird und ab Donnerstag geht es dann wieder ein bisschen bergauf. Danke, Stefan. Und ja, wir müssen uns gar nicht groß umstellen. Es schaut fast die ganze Woche über unbeständig aus. Liebe Zuschauer, damit guten Abend. Im Bereich einer ja sehr umfangreichen Tiefdruckzone kommt es immer wieder zu windigem Schauerwetter. Dabei ist es auch recht kühl geworden. Meist hatten wir nur so um die 14 Grad, in Spitze auch mal ganz kurz bis 16. Und morgen wird es dann aber noch ein klein bisschen frischer werden für Anfang Herbst. Das sehen wir, mit unter 12 Grad wird es dann doch ganz schön kühl, aber die Temperaturen steigen noch mal bei uns an. Allerdings können wir zum verlängerten Wochenende nicht mit dem erhofften goldenen Oktoberwetter rechnen. Schauen wir auf heute Nacht. Unverändert, immer noch viele Wolken sind da unterwegs und immer wieder wird es noch nass. Der Wind weht dazu schwach bei kühlen 5 bis 7 Grad, allerdings auf dem Brocken. Da gibt es anfangs noch stürmische Böen und auch morgen ändert sich an der Wetterlage nichts. Viel Bewölkung, kaum Sonne und dazwischen immer wieder Schauer. Es sind dann auch mal einzelne Gewitter möglich. Das Ganze sollte dann zum Abend langsam abziehen. Dahinter wird es mal kurz ruhig bei maximal 12 Grad. Und dann in der Nacht zum Donnerstag, da wird es sehr frisch bei uns. Tagsüber gibt es bis zu 14 Grad, Freitag 17. Und dann ist es auch erst einmal weniger nass.